Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Wanderreise hier auf unserem Onbu in The Wandering Village. Ja, wir sind ja gestern hier stehen geblieben mit dem Aufbau des Hornbläsers und des Mykologen, dem Pilzsammler also. Das ist auch noch weiter in Arbeit. Wir haben gestern den Dorfarzt fertiggestellt, haben gegen das Gift gekämpft, was uns hier überfallen hat. Wir haben den Dekontaminierer erforscht und sind bei dem Mistsammler dran. Also unsere Forschung sieht jetzt so aus, dass wir hier soweit alles haben. Wir sind jetzt bei dem Mistsammler. Wir haben die Hütte, das Häuschen noch nicht, den Spähturm auch noch nicht und die Steinstraße auch noch nicht. Wir müssten als nächstes mal das Lagerhaus. Aber ich habe mich ja jetzt hier für den Mistsammler entschieden, dass wir mal hier auf den Komposthaufen kommen, das Sägewerk, den Steinbruch machen können, damit wir schneller an die Sachen kommen. Für Onbu haben wir jetzt den Doktor und die Küche, die müssen wir noch aufbauen, inklusive dem Futterpult. Deswegen ist das gut, wenn wir schon Pilze sammeln. Futterverflüssiger. Ja, später mal. Dafür brauchen wir nämlich zwei Wissenspunkte. Wir haben erst einen, ne? Die Tomaten. Tomaten sind sehr hitzebeständig und wachsen schnell, benötigen dafür viel Wasser. Ja, und hier. Mais ist hitzebeständig, braucht wenig Wasser. Wächst aber langsamer. Aber genau, das wäre heute ein Ziel, den Bauernhof anzubauen mit Mais. Wenn jetzt gleich der Mykologe fertig ist und der Kollege hier, der Hornbläser, dann würde ich mir den Maisbauernhof machen und dann würde ich anfangen, was haben wir denn hier? Ach, die Onbu-Küche bauen wir schon. Ach so. Ja, die habe ich auch angeworfen. War mir gar nicht mehr bewusst. Gut, und hier warten wir noch auf so einen Wassertank, aber wir haben keine Steine. Ich habe jetzt hier Steine priorisiert, dass er die sammeln soll. Hier ist einer, der hungrig ist. Ja, dann geht er was essen. Wie sieht's denn aus? Ach, wir produzieren doppelt so viel, wie wir verbrauchen. Also daran kann es nicht liegen, ne? So, unsere Forscher sind da hinten noch am Kundschaften. Ich hoffe, die gehen nicht verloren, wenn wir hier den Fokus verlieren. Ich weiß es nicht. Ich würde die ja gerne hier hinschicken. Steine sammeln. Weil ich glaube, ich habe im Moment ein Problem, Leute zu haben. Jetzt fehlen 5 Leute, die kann ich noch bewirtschaften hier, ne? Ja. Oh Mann. Also die Kundschafter zählen doch hoffentlich noch dazu. Am Verhungern ist einer von 21. Die Nahrungsqualität ist, jeder deiner Einzelnen verlangt ein Nahrungsmittel von 2 für eine Gesamtsumme von 42. Aha. Okay. Minus 5%. Wir haben 92% Produktivität. Das ist okay. Kommen die Kundschafter jetzt nochmal wieder? Ich schätze, oder? Wir werden es erleben. Muss man ja alle mal ausprobieren, ne? Kann ja nicht alles wissen. Muss man halt lernen. Ja, er baut einfach gerade keinen Stein ab. Ich habe 16 Steinplatten. Deswegen kann mein Steinmetz gerade mal ein bisschen Pause einlegen. Ja. Weil ich brauche die Steine jetzt mal anderweitig. Erstmal. Die Steinplatten kannst du erstmal verteilen. Hier werden welche gebraucht. Das ist schon richtig. Ah! Hier, jetzt können wir Onbu Befehle geben. Was hat er denn? Hornbläser hat noch keinen Angestellten. Ja, scheiße. So. Ja, nimm sie auf. Ja. Hungrige Menschen, ja. Aber nur einer. Einer ist quasi keiner, ne? Ah, schade. So, der soll jetzt aber erstmal Stein sammeln. Dann gehen wir nach den Steinen hier hin und dann kommen wir nachher schon in diese Gefilde. In die Wüste. Ja, komm. Wir machen mal eine Spur schneller. Sonst kommen wir ja auch nicht voran hier, ne? Das dauert ja dann auch ewig. So, bauen wir Steine ab. So, Hornbläser,
abgeschlossen. Heute wird ins Horn geblasen. Warte mal, wenn der gleich wieder nicht weiß, wo er hingehen soll, kann ich das dann jetzt sagen? Nach Süden ist hier runter, ne? Wo lenke ich uns hin? Na, gehen wir nach Norden. Ist ja scheißegal, Wüste oder nicht. Wir kommen so oder so in die Wüste. Onbu vertraut deinen Befehl nicht. Na, super, läuft doch. Ja, Onbu, jetzt hast du Pech gehabt. Ich kann dir nichts sagen. So, genau. Das Gift sind wir echt. War ein harter Kampf, aber wir sind losgeworden. Jetzt muss ich nochmal 2 Minuten warten, bevor ich Onbu wieder befehligen kann. Hat der Hornbläser denn jetzt einen Mitarbeiter? Gut. So, dann können wir dem sagen, lauf, geh. Kann ich sagen, lauf? Du solltest Eisen mitbringen, Stein mitbringen, nicht Eisenerz. Komm, wollen wir es mal einmal versuchen? Ja! Ja, an der nächsten Kreuzung geben wir ihm dann einen Befehl, aber da müssen wir erstmal hinkommen, ne? Ja, und du läufst. Wunderbar. Ja, die Kreuzung haben wir schon vergeigt. Aber gut, dann machen wir das an der nächsten. Solange können wir den Infokasten ausschalten. So, hier. Zack, schicke Kundschafter, da ein Kundschafter und da ein Kundschafter hin. Zack. So, was ist denn jetzt hier so? Hallo, du hast doch alles da, bis auf das Holzbrett. Was baut er denn jetzt zuerst? Ja, gute Frage. Hier kommt er auch nicht weiter. Ah, er könnte aber, er hat alles, ne? Junge, du hast hier 20 Steinplatten, dann bring die doch schon mal hier rein. Nicht genügend Ressourcen verfügbar. Ja, ist klar, mir fehlen 5 Holzbretter. Junge, 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 Junge. So, wir verlassen, glaube ich, jeden Moment den Kältet-Dings hier. So, da. 16 Brot mitgebracht. Da gibt's Wissen. So, und da gibt es nochmal Stein oder Eisenerz halt, ne? Also Onbu hat mir übrigens tatsächlich nicht vertraut, ist seinen eigenen Weg gegangen. Sagen, bringt er mir Sand mit, was will ich denn mit Sand? Onbu setzt sich. Oh, das Rennen hat Onbu ganz schön müde gemacht, ne? So, komm, dann bau doch mal die Onbu-Küche hier endlich. Das verstehe ich einfach nicht, ne? Keine Leute. So, hier minus 3% Nahrungsqualität. Ich mach doch schon gute Rübensuppe. Ja, ist schade, dass man nicht mehrere Sachen in der Küche vorbereiten kann. Aber so ist das nun mal, ne? Der Arzt ist deaktiviert. Das sagt einem das Spiel sogar. Was ist mit dir? Untätig. Ja, Junge, untätig. So. Fokus auf Kundschafterhütte. Hä? Aber Kundschafter sind doch ach, sind schon wieder da. So, dann schickt den Kundschafter dahin und dann geht er hier nochmal in die Siedlung. So, ein großer Steinbruch voller Steine und anderer Mineralien. Ja. So, der Mykologe ist auch fertig hier. Hat noch keinen Mitarbeiter. Ja, nützt ja nichts, ne? Schade, dass die sich hier nicht vermehren. Ich brauche mehr Siedler. Nützt alle nichts. Eisenerz haben wir jetzt auch. So, warte mal. Da wir hier gerade sehr hoch produzieren, kannst du mal einen da rausnehmen, der dann hier beim Mykologen Platz nimmt. Danke. So. Na ja, alles Könner. So. Auf jeden Fall das Sägewerk. Wir brauchen den Steinbruch vor allen Dingen. Aber ich brauche vor allen Dingen mal Leute, Personal. Wo bringt er das alle hin hier? Warum bringt er nichts da rein? So, Mykologe. Der kein Feld zugewiesen. Ja, ist richtig. Ja, ja. Ja, mach doch mal frei hier den Bildschirm.
So. War das schon immer so? Ha. So, ja. Also. 1, 2, 3. Keine Hörner, ne? So. So. Ja. So, das haben wir auch. Feld zugewiesen, ne? Dann möchte ich gleich mal Mais anbauen. Dafür brauche ich einen Bauernhof. Den kann ich doch schon mal hier oben ansetzen, ne? Ja, hier so. Hier so. Ja. Da, oder? Ich wüsste gerade keine bessere Fläche. Hier könnten wir den auch einsetzen. Oder hier so. Na, dann bauen wir den doch hier so. Nochmal einen Bauernhof. Hier. So, so. Ja, muss ja erstmal bauen, ne? Das wird mein Maishof. So, 13 Stein mitgebracht. Sehr gut. Ja. Ist schon harter Tobak hier alles, ne? So, der gute pennt. Das heißt, das können wir noch mitnehmen und den Stein kriegen wir auch noch. Und vielleicht sogar die Steine noch. Ja. Okay. So, der Mykologe baut hier fleißig an. Wenn dann irgendwann die Onbu-Küche mal fertig ist, guck mal hier, du hast doch 7 Holzbretter. Pack die doch schon mal da rein. Ja, der pennt friedlich und selig. Ja, die Geräusche hier sind manchmal echt seltsam, ne? Vor allem in der Nacht. Ein Förster muss ich später auch noch mal bauen. Ja, können wir ja noch nicht. Müssen wir ja erst noch verdingsen, erfinden. So, Kundschafter, was mit denen? Sind haben Kundschaften, ne? Ja, die sind am Kundschaften da. Da sind die hin, ne? Genau. So weit sind wir schon. Ja. So, Nahrung läuft. Dürften doch. Ich muss irgendwie mehr Nahrung wieder machen. Und ruht sich aus. Wassertank wurde errichtet. Ach ja, der war ja auch noch offen. Ah. So, hier hat er schon 4 drinne. Gut. Und wo geht weiter? Von wegen, der ruht sich aus. So, da steht's ja jetzt auch. Und wo geht? Jetzt hoffen wir, dass das Wasser reicht. Wo habe ich denn Wasser stehen hier? Da 33. Das ist nicht viel, ne? Nee, leider nein. Also so 3, 4, 5 Siedler wären jetzt gar nicht so schlecht. Ombu hat ein neues Biom betreten. Die Wüste. Ja, Wüste ist scheiße. Jetzt kriegen wir kein Wasser mehr rein. Nur noch über die Kakteen hier. Von denen ich ja zum Glück einiges schon am Laufen habe. Das ist schön. Hier die Läger sind auch noch voll. Was? Ah ja. Die Onbu-Küche ist fertig. Ja, muss ich erstmal ein paar Pilze anbauen hier, ne? So, und bevor das Katapult nicht fertig ist, brauche ich die Küche auch noch nicht. Erforsche, wähle Kaktus bei einem deiner Bauernhöfe aus. Habe ich doch hier oder nicht? Das ist der Kräutergärtner. Habe ich noch keinen Kaktus angebaut? Oh. Dann, nee, die Rüben brauche ich. Scheiße.
Ich dachte, ich hätte den Kaktusbauern schon. Na gut, dann machen wir als erstes den Kaktusbauern, bevor wir Mais machen. Dann muss ich aber mal eben hier eine 3er Prio da raussetzen. Den musst du jetzt mal bauen. Ja. Sind die immer noch am Kundschaften? Jo, hier. Das ist ja schlecht. Alter Verwalter. Ah, ich dachte, ich hätte den Kaktus schon fertig. Ja. Da geht's Wasser gleich wohl echt in die Miese, so wie jetzt. Aber wir haben doch gerade noch was gehabt. Hier sind doch die Läger voll. Oder nicht? Niedrige Produktivität hat er angezeigt. Leer. Schade. Leer. Schade. Ja, die bauen aber trotzdem noch was an, ne? Was? Die Geräusche, wenn man die noch mal deuten könnte, ne? Was hat Onu denn? Ist ihm auch warm? Ah, hier, erwartet eine Entscheidung. Nimm sie auf. 2, ja. Akzeptieren, wir brauchen mehr Futter. So. Erst eben die Weltkarte öffnen. Oh, die Steine sind weg. Scheiße, da kommt ein ganz heißer Punkt. So. Ja, Sand brauche ich nicht, dann renn dahin. Also noch nicht, brauche ich bestimmt bald irgendwann, aber jetzt nicht. So, was habe ich gesagt? Wenn der Bauernhof hier oben gleich fertig ist. Hier. Da brauche ich wieder einen Mitarbeiter mehr, ne? Ja. Der müsste ja eigentlich. So, den lassen wir machen hier. Ja. Dann lass mal gucken. Den kann ich eigentlich auch wieder aktivieren. Was hat er? Lager ist voll. Oh. Ja, dann deaktivieren den erstmal, bis das Lager wieder leer ist, oder? Ja, wir haben ja ein paar Kräuter. Im Moment brauchen wir keine. Mach mal den Bauernhof da fertig, Junge. Und du musst du mal. Ja, toll. Und schon habe ich es wieder nicht mitgekriegt. Ich will doch wissen, ob es da eine Animation gibt. Gib einen Befehl an der nächsten Kreuzung. Ja, die muss ja erstmal kommen. Die kommt hier. So, und dann machen wir hier nach. Ich würde hier gerne nochmal sagen, lauf. Dann sind wir durch die Hitzestelle ziemlich schnell durch. Und da geht es eh nur Wüste oder Wüste. Toll. Dann versuchen wir hier nochmal, dass er nach Norden geht, wieder machen, aber wir haben beide Schlafplätze. Da gibt es an beiden Stellen Schlafplätze. Hä? So. Sehr schön, ey. Wie sieht's aus? 2 Betten haben wir noch frei. Bauernhof wurde errichtet. Zack. Zack, zack. Felder. Oh, oh, oh. Ja, ja. So, hier nochmal. Felder. So. Naja. Und Auswahl ist hier Kaktus, ne? Ja. Ja, der nächste Bauernhof ist dann Mais und der kommt hier rein. Ja, ja. So, der Kräutergärtner macht gerade Pause. Was mit ihm? Fehlende Ressourcen. Was dann? Ach so, ja.
Erdrückgang und so, ne? Und jetzt ist sowieso ganz schlecht hier neu. Eieieiei. Das ist schlecht. Der auch. Wenig Ressourcen. Weil es heiß ist, ne? Weil es einfach heiß ist. Habe ich die schon neu losgeschickt? Wo habe ich die denn hingeschickt? Da hinten zum Berg. So, ach so, dann rennen habe ich jetzt vergessen. Dann sage ich diesmal nach Norden. Oh, Onbu hat meinen Befehl akzeptiert. Jawohl. Wähle Mais auf einen deiner Bauernhöfe zum Anbau aus. Ja, ja, die Maus ist langsam leer. Muss ich daher auch mal gucken, dass ich wieder Ladegerät dran kriege hier. Ja. Ja, ja, Ruhe da. Er hat meinen Befehl akzeptiert. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da Norden ist oder da. Ich sehe das eigentlich gar nicht so. Kundschafter, 13 Stein, sehr geil. Das ist die Frage, wenn wir da reingehen, gehe ich nicht dahin. Ja, da warten wir doch mal. Steine hat er noch genug, Holz wäre jetzt mal Zeit. Ein paar priorisieren wir mal. So, ansonsten ist da jetzt erstmal alles fertig hier, ne? Der ist soweit fertig. Dem fehlen nicht genügend Arbeiter, ja. Witzig, ey. Da ist schon nur noch einer. Hier kann noch einer raus. So, und hier kann auch noch einer raus. So. Steinbruch bestätigen. Auf jeden Fall. Das ist doch der erste, was ich baue. Den Steinbruch. Aber ich brauche... Oh, kein Essen mehr. 18 werden gerade nur produziert. Ja, weil wir Wüste haben und weil der Kaktus noch fehlt. Ne? Ja, ja. Ätzend. Ätzend. So, jetzt sehe ich, dass ich erstmal penne. Ne? Ist ja klar. So, das Sägewerk wurde erforscht. Was haben wir denn dann hier noch? Hier wollte ich gucken. Wir haben ja jetzt Steine rangekarrt, ne? So, dann nimm das da nochmal. Schicke Kundschafter. So, saubere Luft, frei von Giftstoffen. Hau dich hin, Onbu. Es sei dir gegönnt. Am besten ist er immer weg von der Sonne, ne? Ach ja, der pennt jetzt, weil da war zum Pennen da. Ja. Okay. Ja, es geht irgendwie alles sehr langsam, ne? Hat er was? Ja. So, komm, du Baukaktus an. Ja, meine Güte, ey. Gut, dass die nicht auch noch vom Wasser leben, du. Hätte ich jetzt die A-Karte hier. Hier fehlt dem Personal. So. Hier. Fehlen Ressourcen, aber welche? Wasser. Ja, schon klar. Natürlich fehlt Wasser. Klaro, klaro. Ach ja. Ach, so warm schmeckt das Zeug gerade nach Rum-Cola. Naja, nicht bäh, trinke ich ja gerne, aber lecker ist anders.
So, wir müssen mehr Futter rankriegen jetzt, ne? Ich will ja noch dieses Maisfeld bauen. Was fehlt uns denn jetzt noch? Personal. Ich habe keine Arbeitslosen, aber 7 Untätige. Untätig, ihr Unwürdigen. So, wie sieht's denn an der Forscherfront aus? An der Kundschafterfront? Die sind da noch. Das geht immer noch weiter in der Wüste, ey. So eine Scheiße. Auch immer kein neues Biom in Sicht. Ätzend. Wüste ist schon hartes Pflaster. Ich hätte den ersten Augenfutter zum Werfen. Ich hoffe, dass hier nach dem Schlafplatz was kommt, ne? Nix. Da kommt auch noch mal so eine Hitzewelle. Boah, ist das ein langes End jetzt hier. Ach du Scheiße, ey. Na gut, die Forschung des Steinwurfs ist auch erst bei 30%. Da. Hör mal, wie sieht das jetzt aus hier? Da läuft's. Arbeitslos null, ne? Oh. Das hatten wir im Livestream ein bisschen besser. Aber gut, da habe ich irgendwo was falsch gemacht. Zu schnell groß geworden oder so. Hier, Kräuter, der ist deaktiviert, ne? Das heißt, der hat auch gerade keine Mitarbeiter. Wir haben aber noch 107 Kräuter und wir brauchen die nur, wenn der Arzt zum Einsatz kommt. Ja. Und ich hoffe, dass wir so schnell auf keinen Giftwald mehr treffen, aber weißt du ja nie, ne? Ne. Boah, das hört gar nicht auf hier hinten hin. Manu. So, schicke Kundschafter zur Oase. Das ist nicht so schlecht. Hier wäre der. Was haben wir hier? Erforsche Mais, baue ein Onmu-Futterkatapult. Ja, das können wir ja schon mal angehen hier, ne? Ich habe zwar keine Mitarbeiter dafür. Und Doktor Hornbläser. Onmu-Futterkatapult. Schwupp. In Arbeit. So, kriegen wir jetzt Wasser wieder rein? Nur schwer, ne? Nur schwer. Da sind Siedler, yay! Gute Sache das. Da sind meine Kundschafter unterwegs. Ich schicke ihn nachher noch nach dahin. Zwar ein weiter Weg, aber egal. Die müssen wir nach dahin schicken. Ja, Siedler braucht der Mensch hier. Wie viele Betten habe ich noch? Zwei. Dann bau doch noch mal eben schnell ein Zelt auf, oder? So, da muss ich hin. Zack, zack. Ein Zelt? Ne, bauen wir eine Hütte, oder? Ja. Die braucht zwar Steinplatte und Holzbrett, aber ist egal. So, da eine Hütte hin. Mega. Er braucht das auch. Die Hütte muss ich dann halt priorisieren. Da und da. Ja. Das finde ich okay. Die sind auf niedrigstes Niveau, ne? Hier, der baut ja gar nichts an, weil er kein Wasser hat. Ah. Der hat nur noch einen, der hat nur noch einen. Boah, Kacke, ey. Ich brauche mehr Leute. Und da musst du echt immer gucken, ne? Wie baue ich hier jetzt was um, dass die Arbeiter das und das eher machen? So, ja, muss der Mykologe zum Beispiel zwei Leute besitzen? Ist fraglich, ne? Jetzt kommen wir hier durch die Hitzewelle. Da würde ich gleich, wenn der hier unten schreibt, es ist heiß, dann würde ich mir mal eben den Hornbläser schnappen und den Onmu mal eben ein bisschen antreiben, da der schneller rennt. Ja, jetzt, genau. Hornbläser.
Informationen, Lauf. Jawoll. Auch wenn dir warm ist, Lauf. So. Was habe ich gesagt? Ist jetzt nicht so wichtig. Die Hütte ist wichtiger, ne? Ja, wenn wir gleich noch jemanden in Empfang nehmen wollen, ist die Hütte wichtiger. So, und jetzt? Und jetzt, und jetzt, und jetzt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ja, sehr gut hier. Steine und so, sehr gut. Was ist, war der jetzt schon an der Oase? Ah ja, 14 Steine mitgebracht. Also war der schon an der Oase? Hat der Stein von der Oase mitgebracht? So, und wo gehen wir denn hin? Keine Kundschafter verfügbar da. Ja, nimm sie auf, natürlich. Bestätigen. 3 Stück. Akzeptieren. Hütte ist in Arbeit. So, wo schicken wir Onmu denn hin? Ist egal wo, ne? Bleibt gleich vom Biom her. Wüstig. Da sind welche hin unterwegs. Nee. Wir haben keine verfügbar. Warum nicht? Onmu will schlafen. Da wäre doch ein Schlafplatz. Ich sag, Onmu geht da lang weiter. Ja, guck. Onmu akzeptiert meinen Befehl. Sehr schön. Onmu darf natürlich schlafen gehen. Das macht er schon. Was ist denn hier? Ein Holzbrett fehlt noch. Komm, das kriegst du auch noch hin. Weil im Moment haben wir 27 Dorfbewohner. So, Nahrung muss wieder hochschießen, ne? So, hier darfst du schon mal einen mehr wieder machen. Beim Bärensammler habe ich schon 3. Das bleibt auch so. Die bleiben auch so. Der bleibt auch so. Die Küche. Da könnte man noch mal einen zweiten reinsetzen, ne? Ja. So, hier Onmu-Küche. Da ist keiner. Doch. Aber fehlende Ressourcen. Aber ich dürfte schon einen haben, ne? Inventar. Achso, hier siehst du auch noch was. Abrisswerkzeug. Na, ich will nichts abreißen. So. Ah, Hütte ist fertig, ne? Ja, genau. Sehr schön. 32 für 27. Nahrung ist das Problem. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Nimm mal eben das hier so mit. Ja. Essen ist doch wichtig, ne? Den Baum darfst du natürlich auch wegmachen, ist klar. Hier fehlen noch Holzbretter. Einige Holzbretter, ne? So, keiner arbeitslos, doch einer noch. Ah. Und der eine kommt wieder in den Steinmetz. Jo. So, den Wissenspunkt da nehme ich mit. 40 Wasser mitgebracht. Ah, das ist von der Oase gewesen dann, ne? So, gut. Wie sieht's aus hier? Katapult in Arbeit. Katapult in Arbeit. 13 von 15. 3 Stück, ey. Nee, Quatsch. Ja doch, 3 Stück. 12 von 15. Sägewerk ist auch sofort.
Jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen um Essen kümmern und um Getränke. Also ich meine, ja, Kaktus läuft. Aber ich muss mich tatsächlich, Entschuldigung, muss mich tatsächlich um mehr Nahrung kümmern jetzt, ne? Das ist eins der wichtigen Dinge. Deswegen als nächstes hier den Bauernhof hin. Da. Den wir mit Mais spicken. Ja. So. Komposthaufen. Da kommt jetzt was hin? Ein Bauernhof nochmal. Da kommt der Maishof hin. Ja, dann würde ich noch sagen, ich hoffe, die Runde hat euch heute gefallen. Und wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.